Wie gut kennt Miguel den Schlager? Als Mitglied von den Schlagerkids versucht er heute die kniffligsten Fragen zu beantworten. Weiß er, welche Rekorde Helene Fischer so aufgestellt hat? Wir sind die Schlagerkids. Miguel Gaspar von den Schlagerkids ist zwar noch jung, aber sehr pfiffig. Er konnte schon oft genug sein Wissen im Schlager beweisen. Ah, Beatrice macht Italienisch. Heute stellen wir ihm aber ein paar knifflige Fragen rund um das große Thema Schlager. Erste Frage. Welche zwei Schlagerkünstler schafften es auf Platz 1 der deutschen Singlecharts? Das ist echt tricky. Ich würde vielleicht sagen, Helene Fischer mit Atemlos. Hier noch ein kleiner Tipp. Es waren beide DSDS-Teilnehmer. Dann würde ich sagen, Beatrice Egli mit Mein Herz. Und jetzt bin ich gerade am Schwanken, weil Ramon oder Pietro. Also das hätten beide auf jeden Fall die Eins verdient, finde ich. Aber ich würde jetzt mal sagen, Ramon mit Eine Nacht. Richtig, Miguel. Ramons Hit Eine Nacht schaffte es 2020 auf Platz 1 in Deutschland. Mein Herz von Beatrice war sogar in Deutschland, Österreich und der Schweiz 2013 auf Platz 1. Wenn ich dich seh, auch wenn ich heute durch die Hölle geh. Miguel stand ja selbst schon mal zusammen mit Florian Silbereisen auf der Bühne. Wann hatte aber Florian selbst seinen ersten großen TV-Auftritt? Das war mit 10 Jahren mit seinem Akkordeon noch ohne Gesang. War das 1991? Silbereisens erster Auftritt war tatsächlich schon im Jahre 1991, als er gerade mal 10 Jahre alt war, zusammen mit seinem Akkordeon im Musikantenstadl. Wahnsinn! Miguel ist ein großer Helene Fischer-Fan. Was meinst du, Miguel? Wie lange hat sich der Song Atemlos durch die Nacht in den deutschen Charts gehalten? Ich meine, Atemlos hat sich in den Single-Charts, 3 Wochen. Das war nicht Atemlos, gell? Das war zigmal so lange. Aber ich weiß nicht, ob das Atemlos war oder ob es überhaupt Helene war. 142 Wochen. Nah dran. Insgesamt war der Song 117 Wochen in den deutschen Single-Charts. Nicht schlecht. Bleiben wir doch direkt bei dem Song. Im Juni 2015 knackte Atemlos durch die Nacht den Single-Download-Rekord in Deutschland. Wer hielt diesen Rekord davor? Avicii mit Wake Me Up, Pharrell Williams mit Happy oder Crow mit Traum? Also Crow würde ich erstmal ausschließen mit Traum. Ich weiß, dass Happy mit Ich einfach unverbesserlich echt krass Erfolg hatte, auch schon ohne den Film, aber mit dem Film dann noch mehr. Deswegen würde ich einfach Pharrell Williams jetzt mal sagen. Es war tatsächlich Avicii mit Wake Me Up, der vorher noch mehr Single-Downloads hatte als Helene Fischer. Insgesamt nämlich 850.000 Downloads. Das war das Schlager-Quiz mit Miguel. Konntet ihr alle Fragen richtig beantworten? Und wer soll als nächstes Mal beim Quiz teilnehmen? Schreibt's in die Kommentare. Denn hatte man noch Träume, man sieht die Welt voller Worte.